Abend im Zentrum. Was sind unsere Politiker wert? Im Zentrum mit Ingrid Turnher. Guten Abend, meine Damen und Herren, ganz herzlich willkommen aus dem Foyer des ORF-Zentrums. Sie haben ja nicht den allerbesten Ruf, unsere Politikerinnen und Politiker, und das nicht erst seit dem Untersuchungsausschuss. Dass Ihr Job allerdings auch kein Zuckerschlecken ist, das ist auch ein offenes Geheimnis. Aber was sind Sie eigentlich wert? Sollten Sie etwa so viel verdienen wie Top-Manager in der Wirtschaft? Ist es in Ordnung, wenn Sie nach 4 Jahren wieder eine kleine Gehaltserhöhung bekommen? Oder sind unsere Minister und Mandatare hoffnungslos überbezahlt? Oder ganz anders gefragt, was wäre denn ein gerechter Lohn für Ihre Leistung? Und was sollte uns generell unsere Demokratie wert sein? Darüber wollen wir heute diskutieren, und zwar mit diesen Gästen. Christoph Matznetter, Nationalratsabgeordneter der SPÖ, sagt: If you pay peanuts, you get monkeys. Wörtlich übersetzt: Wer Nüsse zahlt, bekommt nur Affen. Kurt Scheuch, Landeshauptmann, Stellvertreter von Kärnten und FBK-Politiker, fordert: Politiker sollten nach ihrer Leistung bezahlt werden. Die Politik- und Organisationsberaterin Barbara Guwak findet: Weniger Geld macht die Politik nicht besser, mehr aber auch nicht. Für den PR-Experten Wolfgang Rosam sind wirklich gute Politiker bei uns unterbezahlt. Aber etliche Politiker sind in Österreich ihr Geld nicht wert. Hupsi Kramer, der Schauspieler und Kabarettist, ist empört. Wir haben die Politiker, die an uns verdienen. Und ich beginne heute Abend mit Kurt Scheuch. Sie sagen, Politiker sollen nach Leistung bezahlt werden. Jetzt könnten Sie verdienen, laut Gehaltspyramide, 15.500 Euro brutto im Monat. Sie verdienen deutlich weniger. Das ist in Kärnten generell so. Leisten Sie so viel weniger als andere Landespolitiker? Nein, ich glaube nicht, dass wir weniger leisten. Ich glaube sogar und bin davon überzeugt, dass viele von uns mehr leisten. Aber es ist natürlich auch so, überall dort, wo Menschen arbeiten, sind nicht alle Menschen gleich. Fakt ist, dass viele Politiker ordentlich bezahlt werden. Ich glaube auch, dass das ausreicht, was Politiker hier verdienen. Ich bin aber auch überzeugt, dass es Politiker gibt, die letztendlich zu viel verdienen. Und deswegen denke ich, sollte ein Leistungsprinzip hier auch herrschen. Finden Sie, Sie verdienen zu viel? Das finde ich nicht. Und warum sind Sie eigentlich so strikt dagegen, dass es nach vielen Nullenrunden auch für Politikerinnen und Politiker wieder mal ein kleines Plus geben soll? Schauen Sie, in Kärnten haben wir seit 2004 Politikergehälter eingefroren und das wäre ein gutes Beispiel für das restliche Österreich. Und ich denke, dass hier sicherlich einiges zu tun ist. Insbesondere ist zu tun, genau bei den Politikern, die letztendlich mehr Verdiensteinnahmen haben, insbesondere ist bei Politiker Hand anzulegen, die hier letztendlich durch wenig Leistung hier von sich reden machen, sitzen im Nationalrat nach wie vor Politiker drinnen, die Mehrfachgehälter als Bürgermeister bekommen, die in der Wirtschaftskammer tätig sind und auch andere Nebeneinkünfte hier haben, die letztendlich auch der Öffentlichkeit nicht deklariert werden. Und das wären schon Ansatzpunkte, die nicht ganz unklug wären, den Menschen auch draußen zu sagen. Hand anlegen klingt irgendwie gefährlich, Herr Matznetter. Das klingt irgendwie immer so ein bisschen verschämt. Jetzt wollen Sie nach 4 Jahren Nullenrunde ein kleines Plus von 1,8 zustehen, würden in einer 2,8, aber dann mal gleich einmal vorsichtshalber zurückgezogen hat, wir wollen eh nur 1,8% mehr. Genieren Sie sich dafür, eine Gehaltserhöhung zu wollen? Nein, das Problem ist natürlich, und zwar alle Parteien, und ich meine nicht aus, haben immer ein kleines Wettrennen, wir sind ja ach so sparsam am meisten bei uns selber, so kamen ja diese 4-0-Lohnrunden auch zustande. Ich habe auch ein Verständnis dafür. Jeder von uns, der zu einer Lohn- und Gehaltserhöhung zur Chefin oder zum Chef gehen wird, ist kein angenehmes Gespräch. Mehr zu fordern, nicht leicht. Und dann gibt es einen sehr schnellen Wettbewerb. Ich bin so populistisch, wir verzichten auf jede Gehaltserhöhung. Das ist ein schwieriger Mechanismus, weil, und muss man dazu sagen, letztlich die Politiker mit ihrer Abstimmung über ihre eigenen Gehälter entscheiden. Und das ist eine relativ komplizierte Situation. Sie führte dazu, man hat es beschrieben für Kärnten, wir können es für ganz Österreich beschreiben, dass seit der großen Reform 1997 weit unter der Inflation angepasst wurde. Also heutige Politiker verdienen viel weniger und schon viel weniger als die davor, weil dieser Mechanismus immer greift, dass man sich nicht traut, offen zu sagen, wir erhöhen jetzt.
Und das führte dazu, dass es einfach die Gehälter einfach zurückgegangen sind. Aber am Bettelstab leiden Sie jetzt trotzdem nicht. Und es ist ja irgendwie interessant, die Metallergewerkschafter haben zum Beispiel überhaupt kein Problem herzugehen und für die Metaller eine ordentliche Gehaltserhöhung zu fordern. Die Politiker schätzen ihre Arbeit offenbar nicht so hoch ein, dass sie sagen, wir können was, wir tun was, wir wollen jetzt auch mehr Geld. Das wäre aber eine gute Idee, Frau Tüte. Wir werden jetzt die Metallgewerkschafter bitten, für uns zu verhandeln. Da würden deutliche Erhöhungen herauskommen. Nein, ich kenne es von der anderen Seite, die verhandeln wirklich gut. Vielleicht, es ist für manche auch schwierig, darüber zu reden, weil sie das Gefühl haben, jetzt bin ich in einem gut dotierten Job und viele Politiker haben vorher ja deutlich niedrige Bezüge im zivilen Beruf gehabt. Ich tue mich da immer ein bisschen leicht. Ich komme aus einem Beruf, wo man mehr verdient, wenn man nicht Politiker ist. Als Steuerberater nämlich. Ja, und daher tue ich mich dann leicht auch zu sagen, ich verdiene heute weniger, als ich früher Steuerberater verdient habe. Es ändert aber nichts daran, dass es eine heikle Diskussion ist. Was ist jemand wert? Und so wie beim Gehalt, Menschen kann man schwer ein Geld auffingen. Ja. Wenn man sich über die Politik ärgert, ärgert man sich über jeden Bezug. Egal wie hoch er ist. Ich möchte nur heute, dass wir nicht nur über Landesregierungsmitglieder und Abgeordnete reden, sondern vor allem auch über die Kommunalpolitiker. Das ist nämlich der große Teil und dort habe ich wirklich Angst, wenn wir wenig zahlen, werden wir keine guten mehr bekommen. Werden wir da tun. Aber heikel ist die ganze Diskussion auch deswegen, weil Volkes Stimme dazu eine ganz klare Meinung hat. Das haben wir heute in den Social Media und in vielen Zuschriften und E-Mails erfahren. Und nirgendwo sonst ist Volkes Stimme so authentisch zu hören wie auf Wiener Märkten. Dort beweisen sich Umfrageergebnisse mehr als deutlich. In einer taufrischen OGM-Umfrage hat die Mehrheit der Befragten eine Gehaltserhöhung für unsere Politiker abgelehnt. Genauer, 74% sagen dazu nein. Ein Besuch hier auf dem Viktor-Adler-Markt hat uns diese ablehnende Meinung auch bestätigt. Für die Leistung, was bringen, kriegt ihr 20 Mal zu viel Geld, alle. Und vor die Wahl siehst du, dann siehst du ein ganzes Jahr gehabt. Da sind sie alle versteckt. Ich finde, sie haben viel zu viel. Warum? Finde ich. Naja, das ist ein bisschen überbezahlt, würde ich sagen. Ja. Ich bin 42 Jahre arbeiten gegangen und jetzt habe ich 625 Euro. Aber es ist einfach überdimensional. Ich bin der Meinung, es gehören viel weniger Politiker und es gehört die Demokratie wieder in die Höhe gehoben. Weil ich finde, dass wir in einer verfälschten Monarchie leben. Wir leben in einer Demokratie, wo wir nichts zu sagen haben. Auf der einen Seite müssen sie ein gewisses Einkommen haben, weil das also auch die Korruption hintanhält. Auf der anderen Seite, für das, was manche leisten, ist es viel zu viel. Wenn Sie mir jetzt das Gehalt von Faymann sagen, finde ich das eigentlich angemessen für die Position. Aber an sich, ich meine, das ist einer, der steht oben, der muss den Kopf für alles hinhalten. Beneide nicht. Sie liegen uns alle an. Schauen Sie, ich bin ein Rentner, ich bin 73 Jahre, habe 46 Jahre gearbeitet und jetzt kriege ich 18 Euro drauf in einem Jahr. Wo immer Inflationsraten, ich habe 1200 Renten. Und wenn ich das dann höre und wie es mir alle im Fernsehen, da vergeht mir alles. Wie sagten schon die alten Lateiner? Vox Populi, Vox Dei. Volkes Stimme ist Gottes Stimme. Ja, Herr Kramer, da haben Ihnen jetzt wahrscheinlich viele aus der Seele gesprochen. Aber hat das nicht auch etwas mit Populismus zu tun, zu sagen, die sind alle schlecht, nichts wert und sollen kein Geld bekommen? Politiker wären dazu da, in den Kerngebieten Bildung, Gesundheit und Soziales die Lebensumstände zu verbessern. In all diesen Bereichen gibt es eine Verschlechterung. Eine eklatante. Die Bildung liegt am Boden. Die Gesundheit ist für viele nicht mehr leistbar. Also vieles an der Gesundheit. Das Soziale ist eine Katastrophe. Die Krise der Moral und der Ethik, Entsolidarisierung. Daher müssten, es ist ja erschütternd, wenn ich die Zahlen lese, was ein Politiker bekommt in Österreich, müssten sie bei ihrer Minusleistung sehr viel bezahlen. Das Problem ist, dass etwas bezahlt wird hier, wo nichts getan wird für die Menschen, für die jungen Menschen, für ihre Zukunft, für die alten Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, für die Studenten, von denen unsere Zukunft. Ich bin im Grunde genommen so entsetzt, wenn ich das durchlese. Und wie sie unverschämt dann was fordern
anstatt fast voll zu gehen und sagen, wir haben versagt. Wir geben euch unsere Willen zurück, wenn sie einen Funken Moral hätten, diese Herren und Damen. Dann müssten sie so viel zurückzahlen an die Österreicher. Das ist die Wirklichkeit. Was ich da sage, ist nicht etwas. Daher ist dieses, wenn ich mir das anschaue, was die Menschen, Vox Populi, das Wasser steht ihnen bis daher. Und uns allen steht es bis daher mit diesen Systemen, mit diesen Art von Geldsystemen, Profit und diese Politikerkasten. Also ich möchte da jetzt, dass an andere Menschen ihre Meinung haben, ich persönlich, bin erschüttert über das, wie dumm sie sind, dass jetzt noch den Korruptionsausschuss klar ist, meiner Meinung, dass es eine kriminelle Vereinigung ist. Warum würgen sie den Untersuchungsausschuss ab? Warum wird drüber was, in dem Moment, wo plötzlich etwas sichtbar? Warum kaufen sie sich mit Steuergelder Zeitungen und haben ihre Denkmäler? Was verbergen sie dahinter? Sie sollen was leisten, dann brauche ich nicht die Steuergelder verpulvern in den Massenmedien, dass ich mich irgendwie darstelle. Also alles ist erschütternd. Und ich hoffe, dass die Jugend, die euch braucht man, dass die aufwachen und sagen, mit uns nicht mehr. Aber die Jugend, sie wird auch kommen. Jetzt hat sie, Leute bringen sie in Europa jetzt ständig um durch diese Umstände der Politik und die Verhaberung nach oben. Das ist ein sehr hartes Urteil, das Sie da fällen, Herr Rosan. Stimmen Sie da zu, weil Sie sagen ja auch in Ihrem Einleitungsstatement, es gibt viele Politiker bei uns, die ihr Geld nicht wert sind. Ja, das glaube ich, dass das zu 100% zutrifft. Ich glaube, das, was der Herr Kramer sagt, ist natürlich, als wäre es jetzt eine Fortsetzung der Meinungsumfrage, da spricht sehr viel Frustration heraus, die ich verstehen kann. Die Leute sind satt, sie sind politikmüde, sie sind schwerst frustriert von den Leistungen der Politik. Und daher, glaube ich, ist auch diese Diskussion genauso zu erklären, dass niemand ein Verständnis hat für etwas, mit dem man zutiefst unzufrieden ist, auch nur 1,8% mehr zu zahlen. Also ich glaube, dass das Grundübel ist ein anderes. Es geht nicht darum, ob der Politiker jetzt im Endeffekt 230, 250 oder 300.000 Euro verdient. Für den Durchschnittsösterreicher sind das sowieso Summen, die jenseits von Gut und Böse sind. Für den Top-Manager ist es das nicht. Nur der Top-Manager, der geht ja nicht deshalb nicht in die Politik, weil er weniger verdient. Der Herr Matznetter hat früher auch mehr verdient, wie er gesagt hat. Sondern es geht ja heute niemand mehr in die Politik, weil sein soziales Prestige beim Teufel ist. Wer geht denn heute in die Politik? Sie kriegen doch aus der ersten Linie, von den Top-Leuten aus der Wirtschaft, Unternehmer, geht doch niemand in die Politik, tut sich doch niemand an. Als der Herr Schüssel vor x Jahren einen Finanzminister gesucht hat, hat er 5 Leute in der Wirtschaft gefragt und 5 haben gesagt, nein, danke. Und dann hat er wir wissen ja, was rausgekommen ist dabei. Nicht? Nein, aber ich glaube wirklich, die Umfrage spiegelt das deutlich wider. Die Leute sind satt, sie haben die Schnauze voll von dieser Art von Politik. Das heißt, die Qualität der Politik ist schlecht und für schlechte Qualität will man nicht mehr zahlen. Frau Kuwak, jetzt sagen Sie, wenn man denen weniger bezahlen würde, wird die Politik nicht besser, aber wenn man ihnen mehr zahlen würde, auch nicht. Genau. Steckt da dahinter der Schluss, egal wie viel man jemandem in der Politik zahlt, die Besten gehen sowieso nicht in die Politik, oder was? Nein, der Schluss dahinter ist, dass die Qualität, und um die geht's. Wenn ich mir anhöre, was die Leute sagen, dann sagen die ja, wir finden die Politiker, die machen das nicht gut. Was die da für mich leisten, was die für dieses Land leisten, das ist nicht in Ordnung, das ist nicht gut. Und wenn man jetzt sagt, okay, man möchte die Qualität verbessern, dann meine ich, ist das Thema, ob man ihnen 1,8% mehr oder weniger zahlt, das ist nicht die Lösung, um das geht's nicht. Das ist nicht das Thema. Naja, das eine ist, ich denke mal, dass hier zwei Dinge vermischt werden, die nicht unbedingt so zusammengehören. Das eine ist, dass Sie ja ein System haben, wo Sie Politikern, und das ist vor ungefähr 15 Jahren ausverhandelt worden, nach einem bestimmten System bezahlen. Und das ist in Österreich nicht einzigartig. Das haben ganz, ganz viele Arbeitnehmer haben das gleiche System. Und wenn Sie das nicht regelmäßig erhöhen, dann verdienen die Leute weniger. Das ist auch Realität, ne? Das sinkt hinunter. Und das heißt, wenn man das nicht macht, dann würde man eigentlich für die Politik wieder mal ein extra System einführen, das mit dem, was unser Grundkonsens ist, wenig zu tun hat. Nämlich, dass man einmal sich einigt auf ein gewisses Niveau von Einkommen und dann aber schon schaut, dass regelmäßig
Inflation zumindest abgegolten wird. Also in der Logik muss man mal sagen, okay, ist es wahrscheinlich sinnvoll, darauf zu schauen, dass die Politik ähnlich viel, also nach einem ähnlichen System funktioniert. Genau, das ist so die eine Geschichte. Und das andere ist das Qualitätsthema. Und das Qualitätsthema, da kann ich mal als Organisationsberaterin sagen, weniger Ressourcen ist einmal nie eine gute Idee, um die Qualität irgendwo zu verbessern. Wenn ich mal drauf schaue, sage ich, das ist sicher nicht die erste sinnvolle Antwort, die man geben kann auf das Thema, die Qualität stimmt nicht. Damit wir hier nicht ständig von grauer Theorie reden, schauen wir uns einmal an, wie denn so der direkte internationale Vergleich bei Spitzenpolitikern ausfällt. Der bestbezahlte Regierungschef zum Beispiel, das ist der Premierminister von Singapur, Singapur mit rund 5 Millionen Einwohnern. Er verdient etwa 1,3 Millionen Euro im Jahr und da kann sonst niemand mithalten. Die Freude über seine Wiederwahl ist Barack Obama diese Woche anzusehen. Fragt sich nur, ob die Freude beim Blick auf seinen Gehaltszettel ebenso groß ist. Denn Supermacht bedeutet nicht gleich Supergage. 400.000 US-Dollar, also umgerechnet rund 314.000 Euro brutto, verdient der amerikanische Präsident jährlich. Das Gehalt der deutschen Kanzlerin spielt sich in ähnlichen Dimensionen ab. Knapp 290.000 Euro brutto bekommt Angela Merkel inklusive aller Zulagen. Für diesen Job zu wenig, meint auch SPD-Chef Sigmar Gabriel. Dass der deutsche Bundeskanzler weniger verdient als ein Direktor einer mittelgroßen Sparkasse, finde ich nicht angemessen. Und wie sieht es in Österreich aus? Kleines Land, kleine Gage, mitnichten. 285.000 Euro bekommt Bundeskanzler Faymann jährlich und steht damit im internationalen Vergleich ganz gut da. Aber nur was die Top-Politik betrifft. Denn in der Wirtschaft sieht die Sache wieder ganz anders aus. Europäische Top-Manager verdienen oft ein Vielfaches der Regierungschefs. Spitzenverdiener ist hier VW-Chef Martin Winterkorn. Er konnte 2011 eine Gage von satten 17,4 Millionen Euro einfahren. Ja, Herr Kramer, da muss Ihnen da überhaupt der Kragen platzen, wenn Manager so viel verdienen. Aber wenn Sie. Faymann mehr verdient wie der Obama. Der Faymann hat 350.000 Dollar, wenn man das umrechnet. Ja, aber man muss dazu sagen, der Herr Obama bekommt dafür seinen Jet für seine Urlaubsreisen zur Verfügung gestellt. Also es gibt ein paar kleine Unterschiede schon, aber. Schwamm drüber. Aber dieser Unterschied zwischen Managern in der Wirtschaft und Politikern, finden Sie, dass jemand, der ein großes Unternehmen leitet, so viel mehr Verantwortung hat als ein Politiker? Da geht es einmal an das System. Wo Geld ist, kommt Geld hin. Da ist Geld, das kommt das Geld zusammen, wie man jetzt an der Finanzkrise sieht, wo Goldman und Sachs, diese ganzen Sachen. Wo wenig Geld ist, kommt wenig und wird immer weniger. Und das, also die Schere zwischen Arm und Reich. Die Reichen haben also unterbewusst, wenn man das rein psychoanalytisch sieht, so Angst, deswegen, es gibt keine Neiddebatte von unten, sondern immer von oben, dass sie sich abschotten. Und da die Diskussion als Klassenkampf geführt wird, haben sie recht, wenn sie sich weiter abschotten, weil das ein Fehler ist. Das heißt, wenn ich sage, die sollen jetzt mehr bezahlen Steuern, gleichzeitig wissen sie aber, wie korrupt zum Beispiel Österreich ist, dann sind sie blöd, wenn sie da mithelfen würden, weil sie wieder betrogen werden. Also rein psychologisch schließen sie sich ab, die treffen sich in Zirkeln. Die armen Menschen haben ein schlechtes Gewissen, wir kennen die Psychologie des Geldes, wir wissen, was los ist in der Psyche von Menschen, die haben Angst, die schließen sich nicht zusammen. Im Charakter des Menschen ist so, dass die das organisieren, die das Geld haben, können die ganz leicht kaufen unten, weil sich die nicht vereinigen können unten. Das heißt, aber durch den Charakter hat jeder seinen Preis. Das heißt, die kann man die einkaufen. Und unsere Politiker sind alle Marionetten, sind alle eingekauft vom Kapital. Das ist einfach, kann man, ist ganz einfach, das auch nachzuweisen. Das ist ein hartes Urteil, das Sie da zu hören bekommen. Ja, das ist das Urteil eines KPÖ-Kandidaten. Nicht? Der Herr Kramer hat Was sind Sie so nervös, Herr Kramer? Habe ich Sie Angst bei Ihren Nerven erwischt? Ja. Warum KPÖ? Ich werde als Linker beschrieben, nur weil ich für Gerechtigkeit bin. Die Angst haben, der Scheucht ist ein Nazi, der Kramer ist ein Bolschewist. Das ist genau der Blödsinn. Ja. Nur weil man für die Gerechtigkeit ist, wird man als Linker oder als KPÖ hinstellen. Sie sind nicht für die Gerechtigkeit. Wissen Sie, wo ich bezahlt werde von Moskau? Und der Mao zahlt heute noch.
Ja, also meine Güte, ist Herr Scholl. Setzen Sie sich die Spinnerinnen über. Das zeigt Ihre Angst, dass Sie den Mist brauchen. Ich bin mutig. Was haben Sie denn für Angst vor den Menschen? Weil Sie ein schlechtes Gewissen haben für Ihre Geschichte. Monolog, oder ich bin schon still. Gut, also, Herr Scholl, aber. Also, freundlich ist er ja nicht. Nein, zu Ihnen kann er nicht. Ich bin der Chef. Der Marionette, das sind schon Sie. Sie haben KPÖ zu mir gesagt. Da sind Sie auch. Sie haben, ist ja kein Schimpfwort, stehen Sie doch ein bisschen für zu dem, was Sie sind. Für Sie ist es, meine Güte. Fakt ist, schauen dass Sie, wie Sie im Jahr 2004 für die KPÖ und für die Vereinigten Linken kandidiert nein, haben. Nein, nicht für die und KPÖ, genau so, auch nicht die Vereinigten genau Linken, die gibt es so gar nicht. Benehmen Sie haben Sie nicht einmal sich Ahnung, hier. Wie die heißen. Genau wir so jetzt kurz benehmen für wen Sie haben sich. Kandidiert, Herr Kramer, damit Sie wollten gern Politiker werden und wissen Sie, was das Beste ist. Der Herr Kramer hat 0,7% Zustimmung. Der hat aber immer mehr Zustimmung gehabt als Sie. Der hat aber immer mehr Zustimmung gehabt wie Sie, aber ich möchte ja eigentlich sachlich. Ja, das kommt jetzt schon mal halt noch. Weil wir haben ja einen Kabarettisten hier, einen Kasperl, das wird wohl genug sein. So, was sind heißt, die Spinnen auf Ihrem Fakt Körper? Ist, was Fakt ist das für ein Schauspiel? Dass es ja bei dieser ganzen Diskussion um etwas geht, um etwas Wichtiges geht, um eine Symbolik gegenüber den Menschen. Und deswegen sitze ich auch heute hier und sage, keine Gehaltserhöhung für Politiker, das ist ganz klar. Das machen wir in Kärnten nicht und werden das auch in Zukunft nicht machen. Und hier weiß ich, von was ich spreche, weil wir um 2.000 Euro weniger verdienen wie der Rest sozusagen aller anderen Politiker und trotzdem hervorragende Arbeit leisten, auch wenn der Herr Kramer hier auszuckt vor der Kamera. Aber das passt da wohl zu Ihnen ganz gut dazu. Aber das ist schon interessant, weil er hat das mit den Schlangen und den Spinnen angesprochen und da kennen wir uns vielleicht alle nicht aus. Und da sollte man mal hinterfragen, warum auch in Österreich Neiddebatten mit solcher Lust und Hingabe geführt werden. Und das liegt ja vielleicht auch ein bisschen daran, dass es der Politik nicht immer so gelingt, ihr Image zu verbessern. Das versuchen dann manche, Sie zum Beispiel mit einem Video auf Ihrer Homepage. Und da haben wir mal ganz kurz reingeschaut. Achtung, Lebensgefahr, sollte man dazu noch sagen. Freut mich, dass Sie mir. Sie uns damit sagen? Also so schlecht bin ich als Künstler anscheinend dann auch nicht. Das Publikum hat ein bisschen gelacht. Ja, was sollen wir daraus lernen? Nein, ich komme schon wieder ins Spiel. Was ich damit machen wollte, ist verhältnismäßig einfach zu erklären. Es ist auch die Aufgabe eines Politikers, sozusagen in einem neuen Medium letztendlich auch Menschen zu erreichen, die vielleicht gar nichts von Politik halten, die gar nichts mit Politik zu tun haben. Und hier gibt es Querverbindungen, die letztendlich hergestellt werden. Es ist, welche der denn oder jetzt andere, genau mit der Chance, Spinne? Also der Herr Kramer bei Herr Kramer hat die Querverbindung, dass er nicht versteht, warum die Spinne den Schweich nicht gebissen hat. Und der andere gefällt dieses Video letztendlich. In Wirklichkeit ist es auch letztendlich eine Form, an junge Menschen heranzutreten und zu sagen, Politiker sind nicht eindimensional. Politiker sind vielleicht in vielen Bereichen auch manchmal für eine Überraschung gut. Ein und Mensch das Ganze wie du hat, und ich, der sich quasi genau, routinemäßig eine Ganze Spinne über den Chance, Körper und das Ganze, oder so. Und das Ganze hat durchaus auch ein bisschen einen Augenzwinkern. Wir schauen Sie einmal, wenn Sie so ernst sind wie Sie die ganze Zeit, dann kann man das letztendlich auch sagen, dass man ein schlechtes Image hat. Und Herr Matznetter, Sie sind einer von den Leuten, die ich zuerst gemeint habe. Sie kassieren ab im Nationalrat über 8.000 Euro. Dann kassieren Sie noch einmal ab mit Ihrer Steuerberatungskanzlei. Und nein, dann kassieren Sie, und jetzt, das habe ich den Leuten auch nicht gesagt, und dann kassieren Sie noch einmal ab. Seit 2007. Lass es mich doch aussprechen. Na, wenn Sie was Falsches sagen, ich sage typische FPÖ-Politik. Fakt ist, falsche Herr Matznetter, Fakt ist, Sie kassieren als Vize der Wirtschaftskammer auch noch einmal ein Geld. Und genauso viel kassieren Sie dort wie ein kleiner Abgeordneter im Kärntner Landtag. Das heißt, Sie sind ein Vielverdiener. Und deswegen wäre es gescheit, dass Sie, und dafür bin ich den letzten Satz. Bitte. Weil wir reden ja alle anderen auch dazwischen hier. Das heißt, den letzten Satz, deswegen wäre es auch so wichtig, für alle Politiker alle Einkommen offenzulegen, damit die Menschen sehen, was sie wirklich verdienen und wo sie wirklich arbeiten. Gut. Herr Matznetter sagt, das stimmt nicht. Was ich habe meine Steuerberatungskanzlei seit 2005 nicht mehr absurd gemeldet. Das geht auch daneben nicht.
Ja, ist auch vom zeitlichen Ausmaß nicht möglich. Was stimmt, ist, ich habe eine Funktion. Noch, oder? Nein, ja, auch da stimmt es nicht. Wo ist es dann? Wer hat es dann? Ich hab, das haben die jungen Kollegen, die dort gelernt haben, es übernommen und machen das sehr gut. Ich bin nicht beteiligt. Gut, Sie sind nicht an Ihrer eigenen Steuerberatungskanzlei beteiligt. An der früheren beteiligt, ja. Sie sind aber Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer. Dort gibt es eine Funktionsentschädigung und das ist kein Problem, kann man gut transparent, kann man mal gleich, wie hoch der Bezug ist, sind 4.312 Mal im Jahr. Die dort brutto nach Steuer, brutto. Ist, deswegen habe ich gut recherchiert, weil ein Abgeordneter des Kärntner Landtags verdient auch 4.300. Das nur der Herr mit der Spinne, dass wir gleich zusammenrechnen. Das heißt, 68 ist Nationalratsabgeordneter, 14 mal, so wie auch die Herren in der Landesregierung, und 12 mal 4, 3. Jetzt machen wir gleich arithmetisch. Sie haben jetzt die Qualität kennengelernt von den Menschen mit den Videos mit Schlangen. Herr Landeshauptmann Stefan, wie viel ist denn der Bezug brutto? Welcher? Ihrer? Ihrer. Na, Ihrer wird so hoch sein, nein, Ihrer. Dass er nicht schwindelig wird. Wir sind jetzt bei Ihnen. Ich leiste jetzt stoppt auch er wieder zusammen. Mehr, Sie er leistet mehr. Meine Damen und Herren, das Herstellen von Spinnenvideos, das Ersetzen des Bruders dort, ist dann die Mehrleistung. Jedenfalls ist mein Gehalt vielleicht hat der Herr Kramer vielleicht recht. Bedeutend geringer als wie die Pendants von Rot und Schwarz, ja, in den anderen Ländern. Bedeutend geringer. Na, sagen Sie es uns doch einfach. Haben Sie ja schon gesagt. Na, ich habe gesagt, was Sie höchstens verdienen könnten. Ach so, 12.000 Euro verdiene ich brutto. 12.000 Euro brutto. Ja. So, Frau Kuwak, das Video, die Bezüge haben wir klargestellt. Was macht das mit dem Image von Politikern, würden Sie sagen? Ich habe das Gefühl, das ist so eine kleine Einlage, auch was genau die Leute nicht wollen. Also genau so dieses Aufeinander-Losgehen, auch überhaupt nicht in der Lage sein, ins Gespräch miteinander kommen, genau das gibt mir auch keine Hoffnung, dass sie für wesentliche Fragen meines Lebens Lösungen finden können. Und das ist letztendlich Politik, dass sie es schaffen, für wesentliche Fragen meines Lebens, der Gesellschaft, Bildung, Wirtschaft, Gesundheit, müssen Sie Lösungen finden. Darf weil ich selber sagen? Kann Sie ja, ja nicht ich. Verhandeln. Das ist so das eine und da befallen mich sofort Zweifel, ob Sie das können oder nicht. Und das zweite ist, Sie haben gesagt, das würde ich gerne aufgreifen, Sie haben gesagt, es geht um eine symbolische Geste und das sehe ich auch so. Und dann würde ich aber gerne eine andere Symbolik auch einbringen. Natürlich kann man so sehen, wie Sie sagen, naja, Moment mal, es gibt so viele arme Leute in diesem Land, das ist eine symbolische Geste, zu sagen, ich will keine Erhöhung haben als Politiker. Ich möchte Ihnen eine andere Position oder eine andere Sichtweise bringen, die heißt, naja, das ist so eine wichtige Funktion. Was ist denn das für eine symbolische Geste, wenn wir den Politikern nicht mehr Geld geben, wenn wir dieses System nicht wertschätzen, wenn wir nicht sagen, okay, wir müssen Ressourcen investieren, weil es ist eine ganz bedeutende Aufgabe, die Sie zu erledigen haben. Es ist eine Abwertung der Aufgabe, wenn Sie nicht mehr Geld in die Hand nehmen und immer weniger ja, bezahlen. Da ist das Volk überfordert, ja, also in Ressourcen zu investieren. Also ich bin erschüttert und ich kann nur unterstreichen, was Sie gerade gesagt haben. Jetzt haben die beiden hier anwesenden Politiker die Chance, zu erklären, warum sie so viel verdienen, wie sie verdienen. Und eigentlich hätte ich mir erwartet, da kommt jetzt ein bisschen ein Credo über 16, 18 Stunden Arbeit und was man eigentlich alles aufgibt und dass man seinen privaten Zivilberuf, wenn man den politischen Beruf ernst nimmt, eigentlich gar nicht ausüben kann und all diese Dinge. Ja. Und was macht ihr? Ja, also, oder ich sage jetzt einmal, wer immer der Provokant war, sie gehen aufeinander los und geben genau dieses Bild ab, dass die Öffentlichkeit tagtäglich aus dem Parlament, aus den Debatten, aus der Diskussion, aus dem Umgang miteinander mitbekommt. Also in einem Management, in einem Unternehmen, dass ein Minister A auf Minister B, der zufällig in der gleichen Koalition noch sitzt, so aufeinander losgeht, das eigene Unternehmen so schlecht macht, wie man Regierungen schlecht macht, oder diese, also undenkbar, undenkbar. Unsere Politiker gehören wirklich zurück an die Schulbank. Auch einmal, wie präsentiere ich mit meinem Wähler, was will mein Wähler von mir? Ich kann das nur unterschreiben. Die Wähler erwarten sich Antworten auf ihre Sorgen. Mhm. Ja, und wir haben es hier in der Umfrage auch deutlich gehört. Die Wähler haben ganz andere Sorgen. Im Prinzip ist es ihnen wurscht, wie viel der Politiker verdient, wenn er in der Lage ist, ihre Probleme zu lösen. Und darum geht es nämlich. Und die Politiker gehen aber nicht her und begreifen es nicht. Populismus ist das große Wort. Wir werden von sehr, sehr oberflächlichen Aktionen dahingetrieben. Regierung geht in die Klausur, Herr Scheuch macht ein James-Bond-Video und bringt sich als Nachfolger von Daniel Craig in Stellung. Vladimir Putin ja, wollte er also, gerne. Ja, oder was immer. Nur, das ist ja alles lächerlich. Das wollen die Leute nicht.
Das ist auch gar nicht witzig. Dazu ist die Situation im Lande zu ernst. Dazu haben viele Menschen in diesem Lande zu große Sorgen, als dass wir solche Kasperljahrdaten brauchen. Aber ich glaube, wir sollten dennoch ganz kurz mal auch ernst und sachlich über die Frage der Vergleichbarkeit von Politikerbezügen reden. Und wenn es jemanden gibt, der sich damit auskennt, dann ist das der Politikwissenschaftler Hubert Zickinger. Herzlich willkommen. Sehen, dass also zumindest der Bundeskanzler im internationalen Vergleich eigentlich ziemlich gut sogar dasteht. Finden Sie, dass Österreichs Politikerinnen und Mandatare so viel verdienen? Das ist schwer zu sagen, denn es gibt ja zwei unterschiedliche Bewertungskriterien. Einerseits kann man sagen, dass Politiker als Volksvertreter ungefähr so viel verdienen wie ein gehobenes Gehalt eben. Andererseits ist es eine politische Elitegruppe, teilweise vergleichbar durchaus auch mit Managementfunktionen. Und irgendwo muss man hier einen Kompromiss finden. Aber im internationalen Vergleich verdienen die österreichischen Politiker durchaus eher überdurchschnittlich. Also wir sind sicher im oberen Drittel. Wer bei unserem Politiker denkt, dem fallen ja zunächst einmal immer die Minister ein, die Landeshauptleute, Nationalratsabgeordnete, aber das sind ja eben nicht alle, der ganz große Teil, das sind zigtausende direkte gewählte Funktionäre, die verdienen deutlich weniger und das können wir uns jetzt mal anschauen, wie es da ausschaut. Österreichs Nationalratsabgeordnete verdienen 8.160 Euro brutto pro Monat. Mit der Hälfte der Gage müssen sich Bundesräte zufrieden geben. 4.080 Euro erhalten sie monatlich brutto. Etwas mehr verdienen da schon Landtagsabgeordnete. Maximal 6.528 Euro bekommen sie monatlich. Allerdings sind ihre tatsächlichen Bezüge von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich geregelt. Auch das Gehalt von Bürgermeistern variiert stark. Je nach Einwohnerzahl und Bundesland bekommen sie zwischen knapp 1.600 und 13.400 Euro. Der österreichische Durchschnittsbürgermeister muss sich aber mit einem Gehalt von rund 3.000 Euro brutto zufrieden geben. Da sind wir also schon in einer ganz anderen Kategorie und das sind alles Bruttozahlen und es ist gar nicht so leicht, sich auszurechnen, wie viel das dann tatsächlich netto ist, weil es gibt da die Besonderheit der diversen Parteisteuern und Clubabgaben. Wozu ist das denn gut? Naja, das ist eine indirekte Form der staatlichen Parteienfinanzierung und das wurde natürlich auch damals vor 15 Jahren bei der Festlegung der Politikerbezüge natürlich eingearbeitet. Also man kann durchaus davon ausgehen, dass zum Beispiel Nationalratsabgeordnete so gut 15% des Bruttogehalts direkt oder indirekt an die Partei oder und an den Parlamentsclub abliefern. Das ist in manchen Fällen weniger, in anderen Fällen kann es aber auch deutlich über 20% sein. Das ist schon ein ganz ordentlicher Anteil und da fragt man sich, müssen dann die Mandatare und Politiker ständig den Kopf hinhalten für ihre hohen Gehälter und eigentlich fließt ein Teil davon in die Parteikasse? Ja, und außerdem kommt dann noch dazu, dass man von Abgeordneten zum Beispiel erwartet, dass sie Pokale spenden, dass sie für alle lokalen Vereine eben spenden und Ähnliches. Das kann dann natürlich im Nachhinein im Jahresausgleich wieder abgesetzt werden, aber es schmälert natürlich Politikerbezüge ganz erheblich. Ganz kurze Frage noch zum Schluss. Es ist immer wieder davon die Rede, hat es auch Christoph Leitl in die Diskussion eingebracht, der Wirtschaftskammerpräsident. Man soll das stärker an der Leistung orientieren. Es soll für gute Politiker Boni geben. Gibt es da irgendeine Messlatte, die Sie sich vorstellen können, an der man das dann festmachen könnte? Ich kann es mir schwer vorstellen, dass man so etwas einführen kann, denn nach welchen Kriterien man diese Boni dann bestimmen soll, das ist wiederum eine politische Entscheidung. Und was ist, wenn Politiker harte Entscheidungen zu treffen haben und vielleicht deshalb oder wenn gerade eine Krise ist, sollen dann Politiker weniger verdienen? Ja, also, möglicherweise machen sie gerade dann eine wichtige und schwierige Politik, für die sie eigentlich honoriert werden sollten. Also das heißt, nach irgendwelchen makroökonomischen Kriterien wird man das Ganze schwer bestimmen können. Professor Zickinger, vielen herzlichen Dank. Also das
Messen von Leistungen von Politikern, das ist eine ganz heikle Sache. Das hat Christoph Leitl erfahren, als er diesen Vorschlag gemacht hat. Boni für besonders erfolgreiche Politiker. Sie sagen, die sollen zurückzahlen, wenn sie ihre Leistung nicht machen. Also, aber zum Beispiel, wenn jetzt einer besonders gut wäre, würden Sie dem dann einen Bonus zugestehen? Ja, also besonders gut, in dem System geht es nicht. Wir haben ein Parteiensystem, das nur an sich selbst denkt, nicht an Österreich. Das heißt, die Erhöhung der Parteienförderung unlängst um fast 50% ist ein derartiger Schlag ins Gesicht jedes halbwegs anständigen Menschen, weil es im Zusammenhang mit der Korruptionsaffäre steht. Weil man weiß, ich kann jetzt weniger einstreifen, aber die Parteien müssen am Leben bleiben, dass Österreich nicht leben kann. Weil es gibt nur, auch das Parlament funktioniert ja nicht, weil immer alle in jeder Partei vergattert werden. Das heißt, das kann nicht funktionieren, wenn wir das System nicht ändern und einmal demokratische Verhältnisse einleiten, dass sowas wie die Entschuldigung, dass ich Sie vorher unterbrochen habe, nur ich würde nie zu Ihnen Nazis sagen und daher KPÖ zu mir zu sagen, ist einfach, da haben Sie völlig recht, eine traurige Angelegenheit. Kann jeder im Internet recherchieren, er soll Ihren Namen nehmen und man sieht, man, wo Sie kandidiert haben am 24. Ich will auch nicht auf Ihr Dschungelkampfniveau runtersteigen. Aber die Frage, die sich dann schon stellt, Herr Krawatz, möchte ich jetzt noch kurz mit Ihnen diskutieren, ist, muss uns Demokratie nicht auch etwas wert sein? Ich meine, in einem Land, wo jetzt darüber heftig gestritten wird, ob man ein paar hundert Millionen dafür ausgeben soll, das Parlament zu sanieren. Hat das noch einen Sinn? Ich glaube, Sie haben mich nicht verstanden. Global, wir sind in einer derartigen Finanzkrise. Wir sind in einer ökologischen Krise. Wir sind in einer ethischen Krise. Dass dieses System an die Wand fährt und Österreich ist global. Auch jetzt Neoliberalismus und diese Bankengeschichte ist ein Teil dieser globalen Entwicklungen. Das heißt, wir können, es ist im Grunde genommen ein Symptomgespräch, was wir führen. Weil es, wie gesagt, meiner Meinung nach bekommen die Menschen, die Politiker werden nur welche, weil sie schweigen, dadurch werden sie höher. Sie wissen was, was sie nicht sagen, sonst kommen sie nicht weiter. Das heißt, das ist Schweigegeld. Daher haben wir kein politisches System. Das funktioniert als demokratischer Vorgang. Daher ist die Frage, Bonus, Malus, okay. Aber da möchte ich mal etwas haben, dass Politiker, da schaue ich, würde zum Beispiel gewählt werden. Habe ich nichts dagegen. Aber wenn ein Nepotismus, weil er zur Familie gehört, wird er der Nächste, ist ein fürchterliches Zeichen, ist ein autoritärer Staat. Ich sage nur als Beispiel, in jedem Art von System Nepotismus. Daher, wir reden über Symptome. Was wir machen, ist Symptombehandlung. Und das Ding fährt derartig an die Wand, muss es aber nicht. Es gibt völlig andere Lösungen, aber dazu brauchten wir eine andere Politik. Manchmal muss man sich auch mit den Symptomen auseinandersetzen und das tun wir heute. Ganz oft setzen wir dann uns ja auch mit den wirklichen Krankheiten auseinander. Mhm. Und eine der Krankheiten ist es wahrscheinlich auch zu sagen, wie lange müssen unsere Politikerinnen und Politiker von sich selbst sagen, ach, unsere Leistung ist eh nicht so viel wert, bis einer daherkommt und sagt, leisten wir uns doch eine gemäßigte Diktatur, wie der Herr Baumgartner. Ist das nicht auch ein Symptom dessen, dass das unsere Politik, Herr Rosam, immer sagt, na, wir wollen eh nicht, dass unsere Leistung überbewertet wird. Das hat eine sehr tiefe Wahrheit, was Sie da sagen. Also ich schwanke ja, sind unsere heutigen Politiker mehr Populisten oder Masochisten, weil sie haben auf alle Fälle, haben viele, leider viele von ihnen nicht die Stirn und die nötige Persönlichkeit hinzudrehen und zu sagen, okay, ich leiste das, ich möchte dafür X haben. Und ich meine, die Debatte, es gibt eine zweite Debatte neben den Gehältern, es ist die Debatte der Dienstautos. Kommt ja jedes Mal, wenn ein neuer Fuhrpark da kommt. Ja, jetzt haben alle Regierungsmitglieder einen neuen 7er BMW bekommen, glaube ich, zu einem Superpreis. Und alle regen sich fürchterlich auf, dass Politiker mit einem 7er BMW fahren. Erstens einmal, soll er mit dem 2CV fahren oder so, um ein Auto zu nennen, das es gar nicht mehr gibt. Und zweitens, keiner geht hin und sagt, ja,
Wir sind einer der größten Lieferanten für BMW-Motoren. Das ist ein Gegengeschäft. Es ist ja selbstverständlich, dass wir als österreichische Regierung mit einem Produkt fahren, das teilweise sogar in Österreich hier gebaut worden ist. Also es fehlt Selbstbewusstsein. Es fehlt den Politikern Selbstbewusstsein. Sie entschuldigen sich, wie Sie ganz richtig sagen, eigentlich für alles schon im Voraus. So, allein diese ganze Debatte jetzt 1,8% Gehaltserhöhung nach 4 Jahren. Ja, so what? Da muss man doch das Selbstbewusstsein haben, hinzutreten und zu sagen, dafür gibt es eine Leistung und wir leisten das. Und es gibt nichts Schwereres als wie die Bemessung in Geld für eine Leistung, für eine Arbeitsleistung. Das ist in der Wirtschaft so, das ist in der Politik so, das ist bei Ärzten so. Was zahlen Sie einem Arzt, der Sie vom Krebs rettet? Das kann aber man warum gar nicht... regt sich beim Arzt keiner auf? Ja, weil er etwas leistet und weil er etwas hilft und weil es auch bewusst ist. Die Leistung in der Politik ist nicht bewusst. Und daran, liebe Frau Thurnherr, sind die Politiker selber schuld. Sie sind selbst schuld, weil sie sich solche Diskussionen liefern, weil sie sich oft lächerlich machen in der Öffentlichkeit, weil sie sich gegenseitig angreifen und weil sie nicht diese Authentizität haben, die Bevölkerung so gerne ersehnt, dass einer mal hinsteht und auch sich einmal als Mensch zeigt und sagt, ich leide jetzt mit euch. Ich weiß nicht, wie ich es machen kann. Mir krabbelt eine Spinne über den Körper. Ich leide nicht. Nein, das ist es eben genau nicht. Das ist billiger Populismus, das ist James Bond, à la Kärnten, entschuldige, das ist genau keine Politik. Nachdem ich jetzt aber mehrfach angesprochen bin, darf ich vielleicht etwas sagen. Wissen Sie, Herr Rosam, bei uns im Mölltal, da gibt es so einen Spruch. Ich komme aus dem Mölltal. Ja, eben, das weiß ich. Ich weiß, wie es bei uns im Mölltal ist. Nein, Sie kommen nicht aus dem Mölltal, Sie kommen aus Spital, aber dieser Spruch heißt so, wissen Sie, wenn jemand Butter auf dem Kopf hat, Herr Rosam, dann sollte er nicht sich in der Sonne bewegen. Und dieser Spruch passt verhältnismäßig gut auf Sie. Sie sind derjenige, der ein letztendlich Nehmer ist, der ein Profiteur von vielen diesen Dingen ist, der hier noch sitzt, sozusagen mit genagelten Schuhen und den Manager heraushängen lässt, der sagt, die Politik, die soll noch ein Geld nehmen, also die soll ein Geld holen. Fußball. Nein, jetzt ist einmal nicht Fußball, sondern Sie jetzt rede hier ich, Bürger zu beleidigen, lieber Herr Scheu. Fakt ist, dass letztendlich die Politik, und so verstehe ich Politik, auch Teil der Menschen ist. Und wenn es den Menschen nicht so gut geht, und das wissen wir, dass es den Menschen nicht so gut geht, dann ist es, glaube ich, schlecht, wenn Politiker umstehen und so wie Sie es hier propagieren, sagen, ich bin so viel wert und ich will ein Geld haben und wenn ich das nicht bekomme, dann hole ich es mir woanders. Dafür würde ich mich schämen. Ich mache das nicht und das ist, glaube ich, auch falsch, so eine Vorgangsweise. Das heißt, man muss sehr wohl als Politiker nicht letztendlich wie ein Manager reagieren, so ein Politiker letztendlich Familie Scheucher Kärnten ist das letzte durch ihre Politik. Sie Das, was Sie jetzt gesagt haben. Wir bei Ihnen auch immer. Milliarden haben Sie in Kärnten mit Ihren korrupzierten Zugang. Sie sagen, ich wusste nicht, da. Familie Scheuch, wusste nicht, nein, ein Blödsinn. Sie greifen die Menschen an, das ist ja. Ja. Also Sie sind ja ein, jetzt weiß ich Ihre Spinnen, Sie haben so viel Angst vor den Menschen, dass Sie diesen Dschungelkampf-Wahnsinn brauchen, um Ihre eigene Seele zu rechtfertigen. Sie wissen doch, was Sie in Kärnten angerichtet haben. Sie lachen jetzt. Die Menschen wissen, was sie sind. Herr Rosa muss ganz kurz, bitte, dass wir den Mölltaler Streit hier kurz Jetzt hören Sie mir mal gut zu. Schauen Sie mich an, Herr Scheuch. Schauen Sie mir in die Augen. Ich sehe die Butter schon fließen. Schauen Sie mir in die Augen. Sie haben nicht das Recht, als natürlich gewählter Volksvertreter, natürlich, jemanden, der es nicht geerbt hat, der es nicht gestohlen hat, alles, was ich heute an mir trage, habe ich mir selbst erarbeitet. Sie haben es geerbt, glaube ich. Ja? Sie haben einen Erbhof, Sie haben sich in ein gemochtes Netz gesetzt. Ich würde Ihnen das nie vorwerfen. Das war letztklassig, was Sie jetzt gemacht haben. Sie sind in der Wirklichkeit noch viel schlimmer, als Ihnen der Ruf vorauseilt und mir friert vor Ihnen. Sie müssen auch mit der Wahrheit leben. Und es tun mir meine Kärntner Landsleute leid, dass Sie solche Politiker ertragen müssen. Sie sind jemand, der unfassbar allen Ernstes geht. Im Kärntner Streit ausgetragen wurde, hat der Herr Matznetter etwas resigniert und leise vor sich hingesagt, ich ändere meine Position. Wenn man den Herrn Scheuch
dann bin ich doch der Meinung, vielleicht sollte man sich wirklich überlegen, ob jeder davon sinnvollerweise für das, was er leistet, auch am richtigen Platz ist und die richtige Bezahlung hat. Ich finde so eine Art des Umgangs einfach unerträglich. So, wir sind der Runde. Ich meine, ich weiß, gelernt ist gelernt bei der FPÖ und bei Haider. Jetzt haben wir zuerst beim Herrn Kramer angefangen. Haben Sie mir falsche Sachen vorgekommen, der Nächste dran. Ja. Mit Beschimpfungen, Unterstellungen. Das ist eine Art und Weise, die natürlich verändert hat das politische Klima. Und weil das vorher bedauert wurde, das schlagt überall zurück. Es ist menschenverachtend. Und es ist kein Zufall, dass wir, seit das immer stärker wurde, auch die Strukturen sich dorthin verändert haben. Dass dann ganze Clubs, die aus den Erbmasse kommen, gekauft werden. Also ich glaube, dass man dann doch sich überlegen sollte, und da gibt es nur einen Souverän aber, Frau Thurnherr, und das ist die Wählerin und der Wähler. Das kann man nur, ich meine, auch so sehr, die dann auszieht, irgendwann einen neuen Landtag wählen und andere dorthin wählen. Aber das kann nur das Volk selber machen. Wird ja verhindert in Kärnten. Die dürfen ja, nicht wählen. Ja, die dürfen gar nicht wählen. Das ist der Landtag, den die Leute wählen sollen. Jetzt würde ich gerne die Frau Kuwak fragen, denn eine Frage, die kommt aus diesen ganzen Befunden, die hier gestellt werden. Wird das nicht ein massives Problem werden für den Nachwuchs in der Politik? Ja. Wer will denn heute noch in die Politik gehen? Das ist schon ein massives Problem, würde ich mal sagen, ja, für den Nachwuchs. Sie haben in der Kommunalpolitik, Sie haben ein Riesenproblem, ja, Bürgermeister zu finden, Bürgermeisterinnen zu finden. Sie haben, ja, Sie haben ein Imageproblem. Also das ist ein, es ist ein Riesenproblem für den Nachwuchs, aber es ist auch eine Niveaukrise. Ja, es ist ein aktuelles Problem. Und ich denke mir, das aktuelle Problem ist, wie Sie das gesagt haben, es gibt kein Bewusstsein, kein Selbstbewusstsein der Systempolitik. Ich bin wirklich beeindruckt, ich finde es wirklich beeindruckend, wie Sie das machen. Ja? Sie kommen da herein, provozieren jeden, bei dem es geht. Ich finde es auch beeindruckend, wie das funktioniert. Das ist vollkommen klar, Sie müssen dazwischen immer wieder lachen, ja? Weil es ja wirklich auch beeindruckend ist. Beeindruckend ist es nicht, beeindruckend ist was Positives. Ja. Naja, es ist abstoßend. Es ist, ich finde, naja, was das für mich das Signal ist, wo ich mir denke, wie erschüttert ist dieses System schon, dass das so einfach geht, dass sie da hereinmarschieren, zuerst ein Video produzieren, das schon, das wundert mich auch, das zeigt der ORF, das schlagt Wellen, das interessiert jeden, dass sie sich eine Spinne über die Schulter laufen lassen können. Und ja, ich sage, das interessiert mich nicht, ich finde es auch nicht beeindruckend, ja. Aber das geht riesengroß. Habe ich ja nicht gesagt, Sie dass Sie das beeindruckend finden. Ich finde das beeindruckend, dass Sie so leicht da herein marschieren und so ein leichtes Spiel haben. Lügen das ist für immer mich. Nein, es ist aber auch ein Signal. Darf ich vielleicht jetzt antworten darauf, weil ich persönlich angegriffen worden bin? Sie sind nicht angegriffen. Frau Kuwak hat gesagt, sie findet es beeindruckend. Ja, aber ich kann es vielleicht erklären. Das ist kein Angriff. Ich kann es vielleicht erklären, warum ich es hier einfach habe. Ja, wir reden eigentlich, das war meine Frage, irgendwie, wie einfach oder schwierig ist es, mit diesem Image, mit diesem Bild der Politik heutzutage Nachwuchs zu bekommen. Und das sieht man ja auf allen möglichen Ebenen. Bei der Salzburger Gemeinderatswahl etwa hat es beim letzten Mal in jeder fünften Gemeinde nur einen einzigen Kandidaten fürs Bürgermeisteramt gegeben. In manchen Gemeinden hat sich überhaupt keiner gefunden. Wie geht es denn Ihnen mit dem Nachwuchs? Laufen Ihnen die Leute die Türen ein? Na, schauen Sie, wir haben ein sehr, sehr junges Regierungsteam in Kärnten. Wir haben mit Christian Rager, mit Harald Dobernik wirklich auch viele junge Politiker. Ja, aber die sind jetzt auch schon länger Frage. Im Amt. Ja, aber sie sind sehr jung, sagen wir es einmal so. Natürlich, und da haben Sie vollkommen recht, ist es nicht einfach in der Politik zu arbeiten, weil es viel Kraft kostet, letztendlich auch viel Energie kostet. Die Familie in vielen Bereichen leidet darunter, ja. Das ist auch das ganz besonders Schade an diesem Beruf. Aber Politiker machen, und ich glaube, viele, und hier spreche ich über die Parteigrenzen hinweg, diesen Job nicht wegen dem Geld. Und deswegen glaube ich, ist diese Diskussion, ob ich 1,8% mehr oder weniger bekomme, nicht die entscheidende Diskussion. Und deswegen glaube ich auch aus ganzem Herzen, dass die Symbolik in einer schwierigen Situation für die Menschen nicht Politikerbezüge zu erhöhen, eine richtige Entscheidung ist. Gut, das haben Sie jetzt schon mehrfach gesagt, Herr Matzner. Wie ist das? In der SPÖ ist es ja auch nicht so einfach mit dem politischen Nachwuchs. Nein, man muss sich, ich möchte bewusst an den Bürgermeister, Sie haben vorher gesagt, 3.000 brutto im Schnitt. Mhm. Der Bürgermeister einer Gemeinde ist wirklich ein Full-Time-Job. Das heißt, er ist nie nicht im Dienst. Und zwar wirklich nie nicht. Gerade im ländlichen Raum sehr, sehr stark. Das gesamte, wenn man so will, politische Leben, aber kulturelle Leben findet am Wochenende statt, am Abend statt.
der hat, ein Bürgermeister gerade einer kleineren Gemeinde, einen Job, bei dem wäre der Haustechniker und würde alle Überstunden bezahlt bekommen, deutlich mehr bekommt, als die Gage, die als Bürgermeister bekommt. Und jetzt kommt noch dazu, das Image, das vorher beschrieben wurde und auch bei den Wiener Märkten ist, das kriegen die ja auch zu spüren. Sie sind ja für alles verantwortlich. Wenn der Kanaldeckel einen Tag lang rumpelt, bis das behoben ist, ist natürlich er schuld. Und das macht es nicht einfach, engagierte Leute zu finden. Hinzu kommt, dass natürlich Politik ist kein Beruf, den man erlernen kann. Das heißt, man muss sozusagen das Bedürfnis haben, ich will diese Welt besser machen. An der Stelle würde ich jetzt gern einhaken. Wir haben hier, wie Sie sehen, sehr viele junge Leute sitzen. Und da frage ich mal jetzt ganz einfach ins Blaue, wer von Ihnen könnte sich denn Politiker als Beruf vorstellen? Gibt es da jemanden? Ganz spontan gefragt. Einen ganz vorsichtigen jungen Mann und eine junge Dame ist da, die uns erklären kann, warum sie sich das für sich selbst nicht vorstellen kann. Das ist die Valentina Stark, 21 Jahre alt, Publizistikstudentin. Frau Stark, warum wäre Politik für Sie nix? Ich glaube, dass bei jeder Berufswahl oder jede Richtung, die ich gehen will, ich irgendwie jemanden sehen will, der diesen Beruf schon gut ausübt oder der mein Vorbild ist. Und ich persönlich sehe in der österreichischen Politik kein Vorbild und niemanden, wegen dem ich jetzt, der mich irgendwie anspricht, dass ich auch in die Politik gehen würde. Und auch ein Imagevideo aus Kärnten, glaube ich, ist eher nur als Lachnummer zu sehen und inspiriert oder interessiert niemanden und spricht niemanden an, in die Politik zu gehen. Und es wäre für mich kein Grund, in die Politik zu gehen, sondern ich spüre nicht, dass junge Leute überhaupt wirklich willkommen sind. Jetzt studieren Sie Publizistik, das ist ja eigentlich ein Fach, wo man mit der Politik dann durchaus noch etwas zu tun hat, sich für Politik an sich interessiert. Was stößt Sie ab? Ist es nur, dass Ihnen das Vorbild fehlt oder haben Sie das Gefühl, da keine Entwicklungsmöglichkeiten zu bekommen oder was ist es? Also das mit dem Vorbild ist, finde ich, schon ganz wichtig, aber es ist auch irgendwie eher ein Kindergarten-Diskussionsding, das mich davon abschreckt, die Politik zu gehen. Also ich könnte mich nicht auf dem Niveau und würde mich nicht auf dem Niveau streiten wollen und unterhalten wollen mit Politikern, die eigentlich ganz viel andere Sachen, wichtigere Sachen tun sollten in der Zeit, in der sie so viel diskutieren und streiten. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie uns das erzählt haben. Diejenigen jungen Leute übrigens, die gerne in die Politik gehen wollen, falls es die gibt. Uns haben Sie die Türen halt jetzt hier nicht so offensiv eingerannt. Aber Herr Rosam, Sie sind ja auch einer jener, der sitzt gern an der Seitenlinie, wie so viele zum Beispiel Fußballtrainer in Österreich, sagt oftmals sehr scharfzüngig, was man in der Politik alles besser machen könnte und was alles daneben geht. Ja, also dann müssen Sie sich auch die Frage gefallen lassen, warum tun Sie es dann nicht einmal selber? Das haben wir gemeinsam, wir beide, ja, aber ich stelle jetzt nicht die Gegenfrage. aber bei mir ist es vielleicht eine Altersfrage, ich bin jetzt 55 und in der Tat wäre ich 20 Jahre... Der Stroller ist 80. Ja, ne, der geht auch noch in die Politik. Frank hat einen eigenen Rake, ja. Aber also, wäre ich 20 Jahre jünger, ich würde es mir antun. Ich würde es mir antun, sicher nicht wegen des Geldes, sondern weil ich mein Land liebe und weil ich für dieses Land, ich habe zwei kleine Kinder, 7 und 4 Jahre, eine bessere, auch politisch qualifiziertere Zukunft in diesem Land, das besser regiert werden kann, weil Österreich ist ein gutes Land, es wird nur nicht so gut regiert, wie es eigentlich verdienen würde, einen Beitrag dazu leisten. Dafür bin ich jetzt einfach zu alt. Das klingt aber schon ziemlich so, wie es auch viele Politiker sagen. Nein, es ist ja richtig. Nein, aber das Erschütternde ist ja, dass junge Leute, und ich meine, ich war in der Schulpolitik sehr aktiv und ich bin ein politischer Mensch und ich bin ein sehr emotionaler Mensch und mir ist das nicht egal. Mir sind Leute wie der Herr Scheuch nicht egal und mir sind die Leute am Viktor-Adler-Markt nicht egal, die nicht wissen, wie sie ihre Miete zahlen können. Ja? Also das ist mir nicht wurscht. Und ich glaube, jeder der in diesem Land lebt und der will, dass in Zukunft viele Dinge sich bessern, hat ja auch einen Beitrag zu leisten. Ich habe für mich entschieden, dass ich meinen Beitrag als auch ein kritischer Beobachter, auch jemand, der mit vielen Politikern redet und unter vier Augen rede ich ihnen sehr wohl ins Gewissen, was man in einer öffentlichen Diskussion nicht gut machen kann, dass ich dazu einen Beitrag leisten kann. Ich muss deshalb nicht selber in die Politik gehen. Aber noch einmal, ich bewundere heute jeden, der in die Politik geht,
der willens ist, etwas zu gestalten. Ich fürchte nur, dass er nach ein paar Jahren so abgestumpft ist und so frustriert ist und systemimmanent sozusagen angepasst ist, dass sozusagen seine jugendliche Euphorie sehr schnell verflogen ist. Und da müssen wir nachdenken, was läuft da falsch? Warum gehen die Besten nicht in die Politik? Herr Rosam, also ein nicht politischer Quereinsteiger. Frau Kuwak, Sie beraten ja auch die Politik. Also wenn man jemanden berät, dann muss man eigentlich wissen, wie es geht. Sonst kann man nicht beraten. Kann man dann nicht gleich auch selbst sagen, ich mach's? Nein, ich bilde mir überhaupt nicht ein, dass ich weiß, wie es geht. Darum berate ich ja. Nein, also ich glaube, ich weiß, wo meine Stärken liegen. Und das ist, Menschen zu unterstützen, ins Gespräch zu kommen. Das ist etwas, ins Gespräch sollten Politiker kommen. Darum bin ich gut aufgehoben, sie dabei zu unterstützen, dass sie das tun. Ich selbst bin, glaube ich, keine große Verhandlerin und wäre keine gute Politikerin. Aber ich denke, es geht schon darum, und dass Politiker sehen, und ich kenne viele, die ganz toll sind und diesen Job auch ganz toll machen. Es geht darum zu sehen, was ist denn mein Job eigentlich als Politiker und Politikerin? Und das ist, Lösungen für dieses Land möglich machen. Okay, Herr Kramer, wir haben das mittlerweile geklärt, damit einmal auch klar ist, was Ihnen da der Herr Scheuch immer vorgeworfen hat, was es wirklich ist. Sie haben bei der Europawahl auf der Liste Die Linken kandidiert. Das ist nicht die KPÖ, und möchte ich noch die sagen. Die wurde von der KPÖ unterstützt, aber es war keine Liste. Die Linken haben zu dem Zeitpunkt ein Konzept gehabt, das einzige Konzept gewesen wäre, wo ein Hoffnungsschimmer war. Ich habe gesagt, Kinder, ich mache das für euch, weil ich gehe zu keiner Partei. Aber wenn ihr unbedingt wollt, stellt es mich ganz hinten auf. Das war reiner mit einer bestimmten Person, der in Südamerika da sehr viel macht, da in Nicaragua und so. Das ist eine andere Geschichte. Das ist aber nicht Sie wollten die KPÖ. Wollten Sie nicht Politiker werden? Nein, schauen Sie, in der Politik, wenn ich in die Politik ginge, dann müssen Sie korrupt sein. Das heißt, und jeder hat seinen Preis. Sie kommen in der Politik nicht weiter, wenn Sie nicht mit einem gewissen Maß korrupt sind, weil Sie hinaufgekauft werden. Sie werden immer mehr wert nach oben. Das heißt, ich bin in der Politik. Ich mache Politik, indem ich in meinem Betrieb einfach ein humanes Konzept mache, was keine autoritäre Struktur hat, wo ich versuche, dass die Frauenfrage anders gelöst wird, wo einfach ein sehr familiäres Verhältnis ist und man schaut, wie geht's dir? Was kann man machen? Ich mache Politik nur, ich weiß, ich kann sie nur unmittelbar als ich machen, in dem Kreis, für die ich verantwortlich bin. Und Politik wäre Verantwortung. Und was wir jetzt erleben, ist eine eklatante Verantwortungslosigkeit, Angst und eine Geschichte der Parteienstruktur. Daher, ich mache Politik. Und jemand, der sagt, ich interessiere mich nicht für Politik, ist dumm. Er ist ein Opfer und Täter der Politik. Wir sind Polis, wir sind Stadt, wir sind alle politisch notwendig. Und noch notwendiger ist, dass man darüber nachdenkt und sagt, das will ich nicht und ich habe einen Weg. Und den versucht man. Und das könnte man machen in der Bildung. Die Politiker, sie können es nicht, weil die Lager so verfeindet sind durch die Geschichte, dass sie nicht fähig sind. Einfach sagen, wie lösen wir das? Ich stehe woanders, weil vorhin, das muss ich schon sagen, Sie sagen 16 Stunden. Sie wissen den Begriff Working Poor. Das heißt, Sie wissen, dass die Frauen zu 30% weniger verdienen. Sie wissen, dass die Leute inzwischen drei Jobs machen. Mütter, die gehen in der Früh weg, haben jemand, der ums, die haben das Geld trotzdem nicht genug. So, man redet immer von Politikern. Die sind sowas, aber auch die ganzen Psychiater, die sind sowas von überfordert durch falsche Politik. Und da meine ich, ich bin dort, wie kann ich die Basisprobleme lösen? Und da müsste ich aber anders miteinander umgehen. Nach dem Krieg war ganz wichtig, unser großer Fehler war, wir haben nicht miteinander geredet. Im Lager haben sie geredet und das wurde die Sozialpartnerschaft. Da haben sie auf einmal geredet nach dem Krieg und da war Österreich ein reiches Land, weil plötzlich die Lager nicht so verhärtet waren. Gut. Herr Scheuch? Dafür könnte ich einige Beispiele nennen, positive Beispiele, um letztendlich auch zu beruhigen hier. Wir haben in Kärnten zum Beispiel unter meiner Führung das Gesundheitsthema politisch außer Streit gestellt, über alle Parteien hinweg. Das ist etwas, was es gar nirgends im restlichen Land gibt. Wir haben zum Beispiel im Bildungsbereich Matura mit Lehre in Kärnten als Pilotversuch gemacht.
Wir haben als Freiheitlichen Kärnten entgegen unserer Bundeslinie mit der SPÖ zum Beispiel gemeinsam die allgemeine Gesamtschule propagiert und sind das erste Bundesland, die das gemacht haben. Wir zollen einen Teuerungsausgleich, den es in Österreich nicht gibt. Wir sind das familienfreundlichste Land in Kärnten, was die Fördermöglichkeiten betrifft. Jetzt geben Sie uns einmal eine Sekunde Chance allen, dass man auch Politik nicht nur von der Auseinandersetzungsseite sieht, sondern dass man von der Gegnerschaft sieht, sondern dass man Politik auch begreift, dass letztendlich in einer Situation, wo es in Kärnten sicherlich sehr streitbar ist zurzeit mit dem Auszug und mit all dem, was Sie auch richtigerweise gesagt haben, wenn man sieht, dass wir mehrere Regierungssitzungen zu diesem Zeitpunkt gemacht haben und dass 95% der Beschlüsse dort einstimmig erfolgen. Wenn man sieht, dass die Arbeit der Politik, und dort wird mir Matzneder sicherlich auch recht geben, nicht stattfindet in einer Streitsituation im Nationalrat oder im Landtag, sondern eigentlich in den Ausschüssen, wo man unglaublich viel kommuniziert, wo man letztendlich auch all das macht, was man den Menschen aber leider oft medial nicht zeigt, weil only bad news are good news. Das heißt, auch dieses Prinzip ist eines, das schade ist. Und da gebe ich schon zu, dass ich das ein oder andere Mal auch das ein bisschen ausnutze. Das sollte aber nicht zur Tagesordnung verkommen, sondern das sollte wirklich eher der Grund sein, auch einmal die Chance zu sehen, miteinander zu diskutieren, weil diese junge Dame hat mich natürlich berührt in ihren Ausführungen. Und es gibt viele, viele junge Menschen, die das so sehen. Gut. Und genau denen geht es, die Angst vor Politik zu nehmen, weil eines sage ich Ihnen, wenn es die Politik in diesem System nicht so gibt, dann gibt es eine andere und die ist sicherlich schlechter wie die, was wir hier haben. Kurzes Resümee, Herr Matzneder, liegt es daran, dass Politikerinnen und Politiker Menschen wie dem Herrn Kramer oder auch vielen Jungen, die da sitzen, nicht vermitteln können, was sie eigentlich tun? Ich glaube, das Problem, das ist dann immer die das Problem wird es in der Antike in der Form auch schon gegeben haben und wird jeder Demokratie sein. Ich glaube, ein wichtiger Hinweis ist, wir sind alle Polis, es nehmen alle teil an der Politik. Und letztlich eine Demokratie muss auch ein Parlament, ein Landtag repräsentativ für die Bevölkerung sein. Und da wird solche und solche geben. Mit Pauschalurteilen kommen wir nicht weiter. Aber das Österreich ist ein gut verwaltetes Land. Also ich kann nur wirklich allen raten, schaut euch an, wie es im Rest Europa ausschaut. Schaut euch an, wie es auf der Welt ausschaut. Auch den jungen Leuten. Vergleicht, wie die Lösung ist. Wir haben viel zum Verbessern. Viel zu geringe Pensionen, bin ich völlig der Meinung von Herrn Kramer. Viel zu verbessern im Bildungsbereich. Aber summa summarum, und das betrifft jetzt alle zusammen, ist es nicht schlecht verwaltet. Und ich denke, das sollte allen auch was wert sein. Ein versöhnlicher Abschluss nach einer doch einigermaßen heftigen Diskussion. Der einzig namhafte Quereinsteiger in der Politik in der jüngeren Geschichte, das ist, wir haben ihn heute schon mal erwähnt, Frank Stronach. Und der geht ganz sicher nicht wegen des Geldes in die Politik. Damit machen wir Schluss für heute. Mit viel Geld schaffen wir nicht schlecht. Ich sage Danke an alle meine Gäste, die gar nicht aufhören können zu diskutieren, vielleicht auch Sie zu Hause. Danke Ihnen noch und einen schönen Sonntagabend.